rufe nun auf Tagesordnungspunkt 2. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen betreffend Vertrauenserklärung gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Verfassung, die Drucksache 20/2598 und der damit verbundenen Beschlussfassung über die Vertrauenserklärung für die Landesregierung in veränderter Zusammensetzung gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Verfassung des Landes Hessen. Gemäß Artikel 101 Absatz 4 unserer Verfassung kann die Landesregierung ihre Geschäfte erst wieder aufnehmen, wenn ihr der Landtag durch besonderen Beschluss das Vertrauen ausgesprochen hat. Dies beantragen die Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen mit der genannten Drucksache. Wir haben uns darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Ich sehe allgemeines Nicken. Das heißt, das bleibt so. Wir verfahren ohne Aussprache. Und insoweit darf ich aufrufen zur Abstimmung den Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20/2598, und darf Sie fragen, wer dem zustimmt. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag mit den Stimmen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen angenommen. Ich kann insoweit feststellen, dass der Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist. Meine Damen und Herren, der Landesregierung wurde damit durch den Landtag das Vertrauen ausgesprochen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich wünsche Ihnen und Ihrem Kabinett viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen kluge Entscheidungen in einer für uns alle außergewöhnlichen und herausfordernden Zeit. Und ich glaube, ich darf das im Namen aller sagen, bei allem politischen Meinungsstreit, den wir haben, auf die Unterstützung des Parlaments können Sie zählen.